fahren ja auf Klassenfahrt, ne? Und dann der Lehrer so, lass mal was lesen, was ein bisschen mit Reise zu tun hat. Robinson Crusoe. Crusoe? Hä? Wozu das E da hinten? Würde ich rausstreichen. Auf jeden Fall, was schon mal blöd ist, das Buch ist in der Vergangenheit geschrieben. Liebe hässliche Intellektuelle da draußen, warum sind Bücher immer in der Vergangenheit geschrieben? Wo ich mich auch frage, was soll denn noch spannend sein, wenn eh alles nicht mehr veränderbar ist? Ich würde ein Buch in der Zukunftsform schreiben, wenn man dann die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, und was passiert als nächstes? Auf jeden Fall dann der Typ erstrandet, schon mal so krass von Lost geklaut, aber egal. Dann beobachtet er, wie Menschen andere Menschen aufessen. Ich meine, ganz ehrlich, sowas passiert mega oft in Büchern. Das finde ich auch nicht gut. Weil wenn man Dinge sehr oft liest, dann kann es passieren, dass man die nachmachen will, ne? Zum Beispiel wie bei mir mit Facebook, wenn ich jeden Tag hier YouTube da YouTube-Star. Überall YouTube-Star, dann will ich irgendwann auch einer sein. Zufällig bin ich schon einer. Ich habe zwar erst 6 Abonnenten, aber egal. Ja, dann rettet er so einen Kanaken und dann nennt er ihn Freitag. Mega witzig, not. Ich hätte ihn Nachtisch genannt oder Käseplatte, weil er aufgegessen werden sollte. Also, für mich riecht das ein bisschen mehr als nach einer Freundschaft. Aber ich will ja nichts unterstellen. Und dann am Ende, so gefühlt nach einer Milliarde Buchstabe, kam Robin dann zurück nach England und nimmt auch Nachtisch mit. Und ich glaube, er war mega der Außenseiter, weil für Ausländer war es echt nicht witzig in der Vergangenheit. Die werden ja heute immer noch verkloppt. Und an dieser Stelle wollte ich gerne ein Zeichen für Integration machen und zeigen, dass man auch ganz normal mit ihnen befreundet sein kann. Und sie sind wie ganz normale Menschen. Zum Beispiel meine beste Freundin kommt nämlich aus Türkei und... Sei nett, das war dein Stichwort. Ich bin noch Make-up. Mann, komm jetzt her, du Fotze, YouTube läuft. Komm jetzt her, nämlich in den Armen, Dummheit. Das ist für das Ende von dem Video. Außerdem siehst du hässlich aus, ob mit oder ohne Make-up. Aber du. Manchmal sind wir ein bisschen langsam. Oh, guck mal, wie süß sie ist. Ich liebe sie so. Mein kleiner Freitag.